Herzlich willkommen, neue Ausgabe OneX TV. Bei mir geht es heute sehr schnell um die Fragen. Und zwar mit dem Peter Dettweiler. Ist natürlich ein Scherz. Hoi Peter, herzlich willkommen bei mir im Studio. Danke. Wieso habe ich schnell erwähnt? Kannst du schnell erzählen, was du machst, Peter? Also, ich bin vom Racing in Rockville. Ich habe das vor 14 Jahren aufgetan. Und seitdem tun wir natürlich dort Leute unterhalten. Wir können dort viele Leute empfangen. Und es geht natürlich um Auto, um Go-Kart, um Töffen. Es geht um Geschwindigkeit, es geht auch um Rennsport. Aber es geht auch in erster Linie um Erlebnisse. Zum Beispiel auch ganz normal mit der Familie etwas sehen, etwas erleben. Wir haben ja dich besucht in Rockville. Auf das Film können wir nachher, das ersparen wir uns noch. Aber zuerst möchten wir noch wissen, Peter, was hast du denn vorher gemacht? Bist du Rennfahrer gewesen oder Automechaniker? Wie bist du auf das gekommen? Vor allem ein bisschen, wie du jetzt hast gesagt, aber wirklich ein bisschen. Ich habe auch Automechaniker gelernt, ganz früher. Ich habe natürlich die Hoffnung gehabt, ich komme ganz grosse Rennsport. Ich durfte wenigstens ein bisschen dürfen fahren, einfach was einem ist möglich gewesen. Aber ein grosser Fan vom Rennsport bin ich immer gewesen. Ich habe vorher aber auch mit Leuten gearbeitet, wie heute. Ich habe ein Garen-Busgeschäft geführt und habe dort auch halt für Geschäfte Händlertagungen gemacht, Ausflüge gemacht, Produktpräsentationen, irgendetwas schauen, irgendetwas machen. Das machen wir eigentlich heute auch, Leute unterhalten. Hast du dir nicht auch überlegt, Peter, in diesen 14 Jahren auch etwas für aussen zu machen mit einer Go-Kart-Strecke? Ich meine, dort in Rockville gäbe es ja sicher Möglichkeiten. Ich weiss nicht. Nein. Ich bin ein Typ, der, wenn er etwas macht, dann macht er das gerne einfach wirklich mit 100% oder manchmal auch ein bisschen mehr. Und ich habe mich jetzt einfach entschieden für die Indoor-Anlage. Wir haben draussen ja bauen, wir haben dort ein Verkehrssicherheitszentrum gemacht. Das wird separat geführt, oder? Aber es ist uns angegliedert, gehört zu uns, war meine Idee gewesen. Und ich denke, das tut einander sehr, sehr gut ergänzen. Dieses wäre wieder viel zu nahe, aber wir sind auch noch nicht fertig. Wir sind immer noch am Bauen. Wir werden auf dieser Seite vom Haus auch noch etwas herbauen. Und das gibt auch dann wieder neue Möglichkeiten. Ja. Über Go-Kart, die ihr vermietet, was sind das für Motoren? Ich glaube, 100 PS sind ja Dröhnkart. 100 PS, gell? Also nicht gerade 100 PS, das wäre gerade ein bisschen verrückt. Rennkart hat etwa 32 bis 35 PS. Ach, Entschuldigung, ich habe das nicht im Kopf gehabt. Ja. Und eine Mietkarte hat 6,5 PS. Wir haben ja auch noch eine stärkere Kategorie für solche, die dann schon ein bisschen mehr geübt sind und wirklich auch tolle Zeiten, gute Runden gefahren sind bei uns. Die haben bei uns noch die Möglichkeit, sich die auch ein bisschen zu steigern. Ja. Jetzt bei euch kann man sich anmelden. Ihr habt ja eine Internetseite, gell, Peter? Ja, natürlich. Ja. Bei unserer Website läuft sehr, sehr viel. Mhm. Wir machen ja nicht nur Go-Kart. Wir machen auch sehr viel mit Oldtimer, mit Treffen, mit Ausstellungen, mit Märkten, natürlich Oldtimer-Märkten und sicher Krönung ist die Albe, das Oldtimer-Bergrennen in Altbüron, wo wir immer im Augstall zwei Jahre machen, wo wir das letzte Mal das Thema Joe Siffert hatten. Und solche Sachen laufen natürlich auch über unsere Website. Aber klar, kann man sich auch anmelden, man kann aber eigentlich auch spontan bei uns durchgehen. Ja. Wir haben aber auch für die Gäste gut gesorgt, und zwar mit dem Gastro bei euch. Was kommt man alles über? Kann man sich wirklich verpflegen, auch über den Mittag? Ja, ja, natürlich. Also, als ich angefangen habe, wenn man mir dann auch gesagt hat, du wirst ja auch Wirt, dann hätte ich die Hände verwirrt und gesagt, um Gottes Willen. Heute bin ich das auch. Also wir sind eigentlich von den grösseren Restaurants in der Region. Wir haben sicher auch einen sehr, sehr grossen Zulauf. Wir haben sehr viele Stammgäste, die zu uns regelmässig kommen essen. Wir haben noch nie Go-Kart gefahren. Wahrscheinlich auch nie werden Go-Kart fahren, weil sie sich einfach wohlfühlen. Es ist noch ein bisschen interessant. Wir gehe nichts aus der Büchse. Wir machen sehr viel selber. Wir setzen sogar Gemüse, setzen, das wir selber verarbeiten. Also, wenn man bei uns Erdöpfel isst, Salat oder Tomaten oder Bohnen und Erbsen und so, ist es eigentlich aus dem eigenen Garten bei uns in Rockville. Und wir kochen das frisch. Und wir haben wirklich, das Restaurant hat einen sehr grossen und einen wichtigen Anteil bei uns gewonnen. Ja. Sehr schön gesagt, da hast du auch sicher ein paar Leute lustig gemacht, gell? Ja, das hoffe ich natürlich. Jetzt haben wir ein bisschen kreuz und quer, vor allem ich, ein bisschen gefragt und gemacht. Jetzt wollte ich aber gezielt Rennfahrer. Ja.
Als ich dich besucht habe in Roggwil, Peter, hast du mir wunderschöne Geschichten erzählt, wer du auch schon getroffen hast, was du auch als Sammler schon machst. Vom Ayrton Senna, ich komme jetzt auf ihn spezifisch, ich habe ihn immer so ein bisschen verfolgt als Junge. Was hast du von ihm in der Sammlung? Also beim Senna, dort haben wir eine komplette Sammlung, wo man eigentlich von der, es geht alles um Modell. Es geht um Sachen, die halt einfach um ihn herum, die es gegeben hat, sagen wir irgendwo im Verkauf oder so. Es sind ja, ja Erinnerungen an ihn und solche Sachen. Aber im Prinzip, wenn man vielleicht reinläuft, ist man noch ein bisschen überfordert, weil man hört ein bisschen die Motoren, man sieht die richtigen grossen Rennwagen und man läuft einfach mal neben dieser Ausstellung durch. Beim Rausgehen sieht man sie vielleicht noch einmal und ich habe viele Leute, die zurückkommen. Man sieht wirklich jedes Fahrzeug, das der Ayrton Senna mal gefahren ist, das wir dort zeigen können, das wir dort haben, als Modell, einfach in einer Sammlung, wenn es sicher nicht so wahnsinnig Menge, so komplette Sammlung gibt. Und dort muss man ein bisschen Zeit haben für Nacht, ein Senna-Fan. Ist es wirklich empfehlenswert, dort mal vorbeizuschauen. Ja. Hast du auch schon mal so einen richtigen Fan von einem, so einem Ayrton Senna, wenn wir das Thema haben, der vor dieser Vitrine gestanden ist und sicher eine halbe Stunde verweilt ist? Es hat mir kürzlich jemand geschrieben, wir seien ein Wallfahrtsort. Und das hängt natürlich zusammen mit den grossen Airbrush-Bildern, die wir haben, die alte Rennfahrer erinnern. Oder wo wir auch an Peter Sauber seine Geschichte dargestellt haben und wo man eigentlich auch schauen kann, vom ersten Sauber bis eben zum Formel 1-Suchen alles kann zeigen. Und so erlebe ich es natürlich auch dort. Beim Josipher zum Beispiel oder beim Sauber oder natürlich auch bei dieser Senna-Sammlung. Der grösste Fan, den ich getroffen habe, ist sicher dem, der die Sammlung gehört. Er hatte die nämlich daheim gehabt, hat sich das etwa über zwei Jahre überlegt und hat gesagt, so, und jetzt bringen wir sie. Da hier sehen sie Leute, da können sie Leute schauen. Und da habe ich viel mehr Freude, als wenn ich sie daheim habe. Das war sicher mal der grösste Fan, den ich dort getroffen habe. Aber ich habe heute viele Leute, die mich ansprechen und schon Stunden verbracht haben vor dieser Vitrine zu. Ja. Michael Schumacher, ist er bei dir auch schon trainieren? Ja, ist auch ein Thema natürlich, wo man viel gefragt wird. Mittlerweile geht es ihm ein bisschen ringer. Er ist auch nicht mehr ganz gleich gefragt und so kommt auch die Frage nicht mehr ganz viel. Wir waren mit Michael Schumacher natürlich auch in Kontakt gewesen, zu seinen Ferrari-Zeiten und nachher auch zu späteren Zeiten, jetzt schon lang nicht mehr eigentlich. Es hat sich auch verändert in seinem Leben und so. Aber wir haben viele, viele Rennfahrer, die halt regelmässig auch zu uns kommen, die bei uns trainieren gehen, wenn man draussen nicht trainieren kann. Und wir haben tatsächlich auch Leute, die Formel 1 fahren, die bei uns kommen können trainieren, weil man einfach die Reflexe extrem gut trainieren kann bei uns, einfach wach behalten, fit behalten. Weil wenn man mit einem Rennkart fährt auf unserer Strecke in diesem Haus, es geht ja sogar mit Rennwagen, das zeigen wir immer am 1. April alle Jahr. Und dann merkt man eigentlich, wenn es wirklich ein schnelles Gerät ist, dann braucht es einen bei uns. Und das ist das, was die Leute natürlich auch suchen nachher in der Zwischensaison. Und auch für Muskulaturen zu trainieren, ist es sehr ideal. Ja. Go-Kart-Strecke und noch einmal zu der Go-Kart. Ja. Kann man bei euch, wenn man zum Beispiel aus einer richtigen Rennkart ausprobieren will, auf die Strecke? Also, ja, wir haben unsere Mietkarte, die wir ja auch anbieten, schon für Kinder. Wir haben Kinderkarte, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil bei uns, was man mit Familie kommt. Wir sind ein Familienausflugsziel, wie das auch ein Zoo ist, wie das ein Alpenmare ist oder so. Und wir haben nachher den Go-Kart, den wir in erster Linie natürlich haben für Leute, die Freude haben im Go-Kart fahren, die gerne etwas an einem Ort wieder eins erleben, wo sie ein bisschen schneller fahren können. Auf der Strasse geht es einfach nicht mehr. Es ist tatsächlich so, man hat heute zu viel Verkehr, oder? Man darf dort nicht mehr riskieren. Bei uns kann man noch ein bisschen Spass haben dran. Und wir haben nachher auch schnellere Karts, die wir anbieten, um einen guten Go-Kart-Fahrer. Mhm. Und wir haben auch viel, die eine private Karte bei uns eingestellt haben. Dann gehen wir Tennis spielen, dann gehen wir Golf spielen. Dann haben bei uns eine Go-Karte, die sie kaufen, die bei uns eingelagert ist. Sie melden sich bei uns an, wir stellen ihnen den Weg. Wenn sie wollen, tun wir noch neue Pneu drauf, tun ihnen auch den Service machen. Und sie können einfach nach oben bei uns fahren und gehen wieder in
Garderobe und gehen vielleicht wieder in der Krawatte und im Hemd raus bei uns und haben oben lang den Blausch gehabt. Das haben wir auch, ja. Den Rennen auch anbieten, Peter? Mit Renn-Go-Kart nicht, nein. Mhm. Mit mir Go-Kart einfach als Erlebnis, mhm, und auch als Meisterschaft für solche, die das gerne machen. Ja. Helm kommt man über, gell? Schütz und Schoner. Und jetzt zu meiner Frage, ist eigentlich Go-Kart fahren gefährlich? Was soll ich da dazu sagen? Natürlich, wir sind ja im ersten Stock. Wir müssen schon zwei Stegen auf. Also schon alleine das ist gefährlich, ja, bis man da oben ist. Ja. Nein, Go-Kart fahren hat gewisse Gefahren dabei. Es ist vielleicht, wenn ihr mit den Kindern geht, ist es sicher nicht so gefährlich, wenn ihr einen Tag Skifahren geht. Aber es ist vielleicht halt, wenn ihr auf die Schläfe geht, man kann einen Ellbogen anschlagen, man kann sich neu anschlagen oder man kann auch ein Rüppi knacksen oder so. Es liegt halt auch gegen ein bisschen Vernunft selber, wie man umgeht damit. Aber man muss auch gegen ein bisschen dürfen hoffen, dass auch die anderen, die gerade mit auf der Bahn sind, die Vernunft und die Umsicht auch haben. Es kann einfach schon passieren, was halt jemand trägt und er dann auch die Banden anschlägt, mhm, oder dass jemand reinfährt. Schlimm ist das nicht eigentlich, aber es wäre auch, es braucht Respekt. Ja. Mhm. Das braucht es ja bei allem eigentlich. Genau. Ja, ja. Peter, wir haben noch vorher geredet, Oldtimer. Ich habe nämlich hier in einem Heftchen mal gelesen, von dir, ein klassischer Ferrari ist verkauft worden für 30 Millionen. Weißt du, Peter, es gibt Sachen, die sind realistisch und es gibt Sachen, die sind nicht so nachvollziehbar, auch für mich. Wie kannst du das erklären? Du hast ja auch bei dir Oldtimer. Nehmen wir mal das Thema so ein bisschen auseinander, Oldtimer. Ja, ja, den aber nicht verkauft und nicht gekauft, was du ansprichst. Mit das feste Alter. Nein, es ist natürlich so, es ist interessant, ich hatte den gerade auf der jetzigen Neujahrskarte, solchen Typ. Ein Ferrari GTO. Mhm. Den, ich auf der Neujahrskarte hatte, der ist 1966 vor dem Kino zu Hoftrügen einfach auf dem Parkplatz gestanden und dort fotografiert worden. Das war also dann ein ganz gewöhnlicher, normaler Ferrari gewesen. Und heute hat er halt aus so eine kleine Stückzahl gegeben, mhm, und so viele Liebhaber gegeben für das Modell, hat er auch Preise bekommen, die aber eigentlich auch nicht mehr realistisch sind. Es kann nicht so viel wert sein, das Auto, ob schon es toll ist, ja. Aber gleich hast du sicher noch Anfragen bei dir, dass jemand einen Oldtimer bringen will, um zu zeigen oder auch kaufen. Hast du auch so Leute? Ja, wir tun nicht handeln. Mhm. Also ich bin überhaupt nicht ein Autohändler, bei uns steht ein Auto. Und da geht es eigentlich um die Freude. Auf der einen Seite, für die dürfen es zeigen oder Leute. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Leute, die sie dann wegen dem bringen und sagen, oh, ich habe auch etwas daheim. Das sieht ich nie, man darf das mal hier ausstellen. Wir machen auch gerne ein bisschen Thema machen, ob jetzt das Kleinfahrzeug sei. Die Erfahrung macht man aber, was die Autos, die eine richtige, tolle Beachtung finden, eine grosse Beachtung finden, das sind nicht die, die mehrere Millionen kosten. Das sind die, die man sich erinnert, die mal in der Familie waren, die vielleicht den Götti hatte, mhm, oder die Lehrer hatte, oder irgendjemand, den man kennt hat. Das kann ein VW-Karmann sein, oder das kann irgendetwas ganz Gewöhnliches sein, eigentlich, was einem wieder in den Sinn kommt, was mit der Erinnerung verbunden ist. Das ist echt die schönste Erlebnis. Das sind Träume und bleiben Träume. Und wie älter was man wird, flachen auch die Träume. Hingegen die Erinnerungen, die leben immer wieder neu auf, die sind immer da. Peter, ihr habt aber noch ein Formel-1-Fahrzeug von Peter selber. Ist das ein Originalfahrzeug? Ja, wir haben mehrere, mhm, bei uns. Wir haben auch den ersten Sauber bei uns. Wir haben den zweiten Sauber bei uns. Das ist etwas, was die Leute eigentlich gar nicht kennen. Der Peter Sauber hat zum Beispiel auch von Rennen fahren selber mit einem VW-Käfer. So schmunzelt man, aber das war halt dann so gewesen. Es ist schon fast bei jedem Hausenkäfer gestanden. Also hat man auch mal eine Nummer auf die Tür geklebt und ist ein Start damit. Heute ist er schon mehr als 20 Jahre in Formel 1. Gar nicht manches anderes Team ist 20 Jahre in Formel 1. Das muss man auch sehen. Das ist eine einzigartige Geschichte, die er geschrieben hat. Und der Formel 1, der bei uns ist, ist seine, den hat er uns gegeben. Und darum darf man sicher davon ausgehen, dass es ein richtiger ist, weil er hat die richtigen, die sind ja von ihm natürlich. Und natürlich ist das ein richtiger. Ich habe aber auch andere Formel 1, zum Beispiel von Marc Suran, die ganze Karriere vom Gokart bis zum Formel 1 suchen. Und das ist ein Beispiel, wo man eben auch
Wenn man vielleicht einen Göttibub hat und man mit dem wieder einmal weg möchte, etwas erleben, dann kann man auch einfach zu uns kommen. Es kostet nicht einmal Eintritt. Man kann das mal gratis alles anschauen. Man kann sich unterhalten. Also ich kann jederzeit zu mir kommen. Ich helfe ihnen gerne ein bisschen helfen und tun gerne noch ein oder andere dazu sagen, was sie vielleicht auch sonst nicht sehen, wenn sie es nicht wissen. Ja. Du hast ja schon gesehen bei mir, als ich dich das erste Mal besuchen hast, also wirklich Zeit genommen. Das kann ich den Zuschauern und Zuschauerinnen empfehlen. Peter Dettweiler, wie stehst du zur Formel 1? Verfolgst du das? Sagt dir sehr viel? Gehst du auch selber schauen? Seit den 60er Jahren würde ich das inhalieren. Wirklich. Es war natürlich dann ganz eine andere Zeit gewesen, oder? Dann hat man die Medien nicht gehabt. Dann hat man in der Schweiz Powerslide gehabt. Das war ein Magazin, das einmal im Monat rauskam. Und dann bin ich selber auf die Post reichen, ich bin dann noch in die Schule. Das war jeden Monat Weihnachten, wenn ich das Karton und das Heftchen rausnehmen konnte. Und da hat man sich darauf gefreut, einen Monat lang. Heute sieht man alles natürlich schon fast bevor es passiert. Oder? Das ist ja auch spannend. Aber es hat eben einfach mehr im Trab und es geht um manches anderes verloren. Darum unterwegs, oder? Aber natürlich bin ich einer, der alle Tage mehrmals ins Internet hineinschaut, was wieder neu gegangen ist. Ich kann mich heute auch wahnsinnig toll aufregen. Ab diesen Regeln und ab diesen Geschichten, wie sie halt heute einfach... Es ist nicht mehr gegenseitiger Respekt, wie es Alben war. Es sind nicht mehr die Verbindungen, die Freundschaften und so, wie Alben waren. Es ist alles halt einfach vom Geld diktiert, oder? Und von den Sponsoren. Es kostet halt alles viel mehr Geld. Es muss heute ein bisschen in diese Richtung gehen. Aber für mich ist es heute ein bisschen mehr Show, zu viel Show, ein bisschen zu wenig Sport. Das ist ein bisschen schade natürlich. Aber ich schaue alles, was ich schauen kann. Alles. Es ist ja auch im Fußball so und in anderen Sportarten, gell? Genau. Peter, Zukunftsplan fürs Racing. Ich weiss nicht, weißt du etwas davon? Haben wir etwas vor? Gibt es einen Umbau oder irgendetwas Neues? Also, das Racing ist ja mal etwas, wenn man verschiedene Leute würde fragen, was ist es, dann bekäme man ganz verschiedene Antworten. Eben, ich habe gesagt, vorher hat jemand gesagt, es sei ein Wahlfahrtsort. Das ist sicher interessant und es ehrt einmal. Es hat dort aber auch etwas drin. Mir ist ganz wichtig, dass es eine Seele hat und dass es einen Sinn hat und dass es lebt. Man muss es so unter einer Anlage einen Geist geben können, dass die Leute kommen und dass sie sich wohlfühlen und dass sie wiederkommen. Wir haben so viele Leute, die fühlen sich einfach wohl in dieser Umgebung, oder, die wir dort zeigen. Und es ist noch schwierig, natürlich, denke auch ich, die Zukunft, die Gesellschaft verändert sich, was einfach... wie die Jungen, die alle einfach um Vater wirklich das letzte Sackgeld haben, abgeläschelt, dass sie Go-Kart fahren können. Das hat sich etwas verändert. Heute passiert viel virtuell bei den Jungen. Mhm. Also sie sind im Internet, sie haben ihre Computerspiele, sie schauen das auf dem Bildschirm. Es ist viel weniger anstrengend. Man kann es einfach immer wieder herlegen. Man muss nicht noch zuerst den Helm abziehen und das Kombi abziehen und so weiter. Es ist viel anstrengender, Gott zu trainieren mit einem Go-Kart, als wenn man das halt einfach am Computer macht. Das ist etwas, was wir merken und spüren. Es hat sich etwas verändert. Und dort muss man auch darauf hingehen. Es wird sich aber auch von der Technik her viel verändern mit dem Go-Kart. Vielleicht bin ich dann der falsche Mann plötzlich, oder? Vielleicht ist es der irgendeine, halt auch, was man als Erlebnis macht mit elektrischen Fahrzeugen und es läuft Musik und es kommt farbiger Dampf raus und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die ich ein verfolge, was etwas so passiert in der Welt. Und das sind ja Visionen, die man dann vielleicht auch irgendwie in die Richtung muss einschlagen. Aber heute leben wir das Racing noch und genießen es auch noch ein bisschen, so wie es ist, und zwar jeden Tag. Ich würde sagen, Peter, ich will es auch noch einmal erleben. Und habe zwar, jetzt haben wir eine Überraschung, das verraten wir jetzt nicht gerade. Wir haben dich besucht und ich will noch irgendjemanden herausfordern. Und würde sagen, gehen wir uns das alles zusammen anschauen. Danke nochmal, dass du noch einmal die Zeit genommen hast für dein Studio, Peter. Euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, bis gerade und wir verabschieden uns mit dem Peter auf einmal vom Studio und schauen Sie selber ins Racing in Roggwil.
Peter, vom Studio jetzt ins Racing in Roggwil, in deinem Daheim, sage ich mal. Wie viel Zeit verbringst du jetzt hier in diesen Räumlichkeiten? Das ist viel. Ich bin 7 Tage hier in der Woche. Natürlich nicht immer die ganze Zeit, aber ich wohne hier. Mal, hier bin ich daheim. Wir haben auch im Studio geredet, die Ausstellfahrzeuge, die du hier hast, Oldtimer auch. Und ich will gerade auf den Formel 1 Wagen, der hier schön geschützt ist, kannst du schnell erzählen, wie das vom Physikella sehe ich gerade, ist das ein Formel 1 Wagen? Wie bist du zu dem gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe natürlich einfach einmal gefragt beim Peter selber, ich möchte etwas machen mit seiner Geschichte. Wir haben das hier gemacht, wir haben ja den ersten selber hier, wir sehen den noch nachher. Und er hat dann nachher sich entschlossen, dass er uns einen gibt, den wir hier den Leuten zeigen dürfen. Und heute habe ich Freude, wenn eine Familie kommt mit Kind und dann auch richtig von hoch eben so einen selber anschauen kann. Und von dem machen sie ja Gebrauch. Also, den musst du nicht gerade morgen wieder abgeben? Nein, der bleibt bei uns, ja. Ich würde sagen, wir sehen da auch noch viele Schnittbilder von der Strecke. Du wirst uns dann sicher noch ein, zwei Sachen über ein Oldtimer-Fahrzeug erzählen. Aber ich würde jetzt durch die Ablenkung, die ich im Moment von dort unten habe, ich sehe 3 Typen. Ich würde mich schnell nähern mit dir, Peter. Und zwar würde ich dich schnell fragen, was sie machen. Oder ich frage sie am liebsten selber. Ja, das sind drei, die immer trainieren. Hallo zusammen, kann ich schnell fragen, was ihr am Besprechen sind? Ja, wir schauen hier ein bisschen die Strecke an. Wir sind zwar schon ein paar Mal hier gefahren, aber wir schauen ein bisschen an, ob alles gut ist. Also, Peter, du musst mich sicher schnell entschuldigen. Ich würde schnell zu Ihnen runtergehen, um wirklich zu schauen, wer es wirklich ist. Okay, bis gleich. So, zum ersten Rennfahrer, Patrick Niederhauser. Erzähl mal, wann hast du angefangen zu rennen fahren? 2006 war meine erste Saison. Ich habe dort, wie fast jeder Rennfahrer, mit dem Go-Kart angefangen. Ich bin dann 4 Jahre lang Kart gefahren. Zu Beginn war ich nur national und dann hat es da internationale Rennen gegeben. Aber ich war eigentlich nicht sehr erfolgreich. Ich bin dann aufgestiegen in die Formel Abarth im Jahr 2010. Ich bin 2011 Meister geworden, italienische Meisterschaft. Und letztes Jahr bin ich GP3 gefahren. Mit dem Gesamtrang 7 hatte ich auch ein recht positives Ergebnis. Und jetzt stehe ich vor meiner zweiten Saison GP3. Wie sieht deine Zukunft aus? Hast du schon Pläne, wie es weitergehen wird? Formel 3 oder sogar Formel 1? Ja, also der GP3 ist eigentlich schon fast ein bisschen weiter als Formel 3. Je nachdem. Mein Ziel ist schon noch Formel 1, wir arbeiten noch klar darauf her. Es wird sehr viel abhängen von meiner Saison 2013. Und wir werden sehen, was mein Weg herführt. Wir sind hier im Racing in Roggwil. Du kommst auch viel hier trainieren, und zwar auch mit der Rennkart. Ist das etwas, was ein Rennfahrer nie darf, die Übung verlieren mit dem Rennkart? Ja. Erstmal macht es enorm viel Spass, mit dem Rennkart hineinzufahren. Das ist sicher mal so. Aber jetzt speziell in der Winterpause, wo nicht viel los ist, wo man nicht viel fahren kann, ist es ein optimales Training. Und du brauchst gleich, so kannst du deine Reflexe trainieren. Und dann ist es halt auch ein bisschen ein Konditionstraining für die Arme. Das ist sicher auch nicht schlecht. Patrick, danke dir vielmals. Du hast ja noch 2 Rennfahrerkollegen, die vor dir sind. Die gehe ich auch noch schnell interviewen. Und dann komme ich auch wieder zu dir. Und da gehen wir zum Neil Gianni. Genau. Neil, den kennt man auch ein bisschen weit von der Formel 1. Du hast auch etwas Spezielles gemacht, ich darf das erwähnen. Du bist über einen Berg, glaube ich, über einen hohen, grossen Berg mit dem Formel 1-Wagen. Kannst du da etwas darüber erzählen? Ja, das war im Rahmen von der Red Bull Showruns, wo wir mit dem Formel 1 auf die höchst befahrbare Passstrasse gefahren. Und es war glaube ich 5300 oder 5400 Meter über Meer. Und ja, es war ein spezielles Erlebnis. Ein klassisches Red Bull-Event, kann man eigentlich sagen. Einfach ein bisschen crazy. Ich frage mich, wie geht das überhaupt mit einem Formel 1-Wagen? Das sind ja nicht Formel 1-Strecken. Naja, machen kann man immer alles. Es kommt immer auf die Geschwindigkeit drauf an. Und die war natürlich schon nicht gerade rennsportmässig. Aber ja, es ist primär echt darum gegangen, ein neues Limit zu erreichen und irgendetwas Verrücktes zu machen. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Neil, zu deiner Karriere. Hast du auch mit Go-Kart angefangen, Formel 3, so etwa ähnlich wie der Patrick Niederhäuser? Ja, Go-Kart fährt, glaube ich, jeder an.
Und ich bin nachher ab Formel 3 ausgelassen, bin Formel Renault gefahren. Und nachher die Renault V6 World Series, das was im Moment der Nico macht. Und dann rauf in GP2. Dann von dort bin ich zu Toro Rosso gekommen, Formel 1, als Testfahrer und dritter Fahrer. Dann bin ich nach Amerika in Champ Car, IndyCar, in dieser Richtung. A1 Grand Prix, wo ich für das Team Schweiz bin gefahren. Und im Moment bin ich in Langstreckensport mit Le Mans unterwegs. Also schon ein paar verschiedene Destinationen abgeklappert. Wann sieht man dich eigentlich eine Saison in der Formel 1? Start vorne? Ja, ich denke, das wird ein bisschen schwieriger, weil im Moment sieht man ja, in Formel 1 geht sehr viel um Budgets. Aber man muss auch so sagen, viele sich anfangen umüberlegen, ob Formel 1 wirklich das ultimative Goal muss sein, weil es gibt einfach wirklich auch viele andere sehr gute Serien, wie zum Beispiel DTM oder aber die Le Mans-Serie, also die Langstrecken-Weltmeisterschaft, wo ich im Moment mit unterwegs bin und im Moment der Marcel Fässler auch amtierender Weltmeister ist. Und dementsprechend ist Formel 1 gar nicht mehr unbedingt das ultimative Ziel. Also für mich sowieso nicht mehr. Weil für mich geht der Sport nach dem, dass man dort ausgewählt wird, wo man nach dem Talent gewählt wird und nicht nach unbedingt immer den Budgets. Das heisst, du willst mit dem Marcel Fässler konkurrieren? Ja, ich hoffe, dass ich ihn dann schlagen kann, obwohl ich ihm natürlich den Erfolg gönne. Aber das Ziel muss natürlich immer sein, vor ihm zu sein. Und daran sind wir sicher am Arbeiten. Sportlich denkt. Merci vielmals, Neil. Da gehen wir zum Nico Müller, korrekt? Genau, so ist das ja. Nico, kurz deine Karriere. Ja, ich habe im Kart angefangen, wie die zwei hier auch. Also im 2005 bin ich dort eingestiegen. Im 2008, nach relativ kurzer Zeit im Kart, ins Auto umgestiegen, in die Formel Renault 2 Liter, wie die meisten. Die Meisterschaft konnte ich im 2009 gewinnen. Ich bin dann in GP3 umgestiegen, dort wo der Patrick jetzt unterwegs ist. Wie gesagt, eine sehr, sehr internationale Serie, wo man sich gut profilieren kann. Ich bin dort dritt und viert worden, also zwei sehr gute Jahre hinter mir gehabt dort. 2012 bin ich in der World Series unterwegs gewesen, wie der Neil erwähnt hat, und werde jetzt hier in mein zweites Jahr gehen. Und hoffe dann natürlich ganz, ganz vor können mitzumischen. Hast du auch den Kindertraum immer gehabt, Formel 1? Ganz klar, also ich meine, sobald man mal das Virus drin hat, bringt man es nicht mehr raus. Und der Neil hat es erwähnt, es ist nicht ganz so einfach heutzutage dorthin zu kommen, aber es ist klar ein Traum und ein Ziel, und man arbeitet mit Vollgas auf das her und probiert einfach wirklich sein Bestes zu geben und vielleicht den Traum eines Tages zu realisieren. Ja. Es ist auch verbunden mit finanziellen, ich sage mal, Hindernissen. So Rennsport helfen dir auch die Eltern dabei. Ich sehe, du hast auch sehr viele Sponsoren, wir kommen jetzt zu meinen Sponsoren auch noch, das ist etwas anderes. Wie läuft das genau? Ja, wie gesagt, der Sport ist finanziell sehr, sehr aufwendig. Also, da geht viel, viel über Sponsorengelder. Und wie gesagt, auch in Formel 1 ist die Situation heute sehr schwierig. Das fängt bei uns schon an. Also, man redet von sehr, sehr hohen Beträgen. Und ich komme aus einer Familie, die sehr wenig mit Motorsport zu tun hat. Also, mein Vater ist Velorennen gefahren und ich eigentlich auch mit dem angefangen. Bin auch auf Vierrädchen umgestiegen. Von dem her ist das Virus in der Familie an sich nicht unbedingt da. Und dazu kommt, dass auch der finanzielle Hintergrund nicht unbedingt da ist, wo vielleicht typisch ist für einen Rennfahrer, von dem her ist das nicht ganz so einfach, und von dort her kommen die vielen Logos hier. Ich brauche auch Leute, die mich unterstützen, sonst geht es nicht weiter, und habe jetzt das Glück gehabt, auf die Unterstützung können zu zählen, und geben mir Mühe, dass ich dort diesen Leuten etwas zurückgeben kann und in Zukunft eben zusammen auch ein bisschen schöne Erfolge können zu feiern. So, ich danke euch auf einmal für das Interview, das ihr mir gegeben habt. Ich würde jetzt etwas vorschlagen. Ich bin früher auch Go-Kart gefahren und ich habe ja selbstverständlich auch meine Sponsoren. Ich bin mir nicht so sicher, dass die so gut sind, wie die jetzt gesagt haben. Die schmunzeln jetzt. Ich würde sagen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich fordere euch aus. Sind ihr einverstanden? Okay. Schauen wir, was sie getroffen haben.
muss zugeben, ich war nicht so schnell gewesen wegen der Jeans, die haben Kombinen. Das Bein hat mir noch etwas wehgetan von den Schmerzen. Und es hatte auch noch gewisse Probleme gehabt. Aber es war gleich gut gewesen. Neil, wie hat es dich zu rennen? Ja, es war vor allem interessant gewesen, dir zuzuschauen. Bin ich rausgefallen? Der Wildritt auf der Kugel, auf der Kanonenkugel hat das ausgesehen. Ja, ich wollte auch ein bisschen Pneu wärmen, weißt du, darum hat es so ein bisschen wild ausgesehen. Ja, also deine Markierungen hast du gesehen, also da Ausgangskurve. In jeder Kurve hast du mehr oder weniger zwei Striche liegen. Wenigstens etwas habe ich noch markieren lassen. Du hast auch schnell eine Runde mit dem, wie sagt man eigentlich dem? Legend Car heisst das. Ist das Feeling Formel 1 Feeling, oder? Ja, nur der Lärm. Nein, zum Fahren ist also Go-Kart bedeutend schneller drin. Vor allem eine Rennkarte, aber es ist ein Spassmobil. Jetzt, Spass beiseite, ihr seid natürlich weitaus besser gewesen als ich. Nico, wie empfindest du Go-Kart fahren? Ist es eher ein bisschen nervösere Fahrt, sage ich mal, als Formel 3? Ja, etwas Direkteres als eine Karte gibt es ganz sicher nicht. Also Starachs und all die Geschichten. Also ist sehr, sehr lebendig, das Ganze. Das hat man, wenn man dir zugeschaut hat, eindeutig auch gesehen. Und ja, es ist nochmal schon ein bisschen anderes Fahren als ein Formel. Aber wie gesagt, die perfekte Vorbereitung, wenn man im Winter nicht in ein Auto kann. Patrick, wir haben vorher geredet. Ich habe gemeint, ihr geht alle Woche etwa viermal trainieren. Das ist nicht so, he? Nein, das ist nicht ganz so. Nein. Also jetzt im Winter mit dem Rennkart so aus zwischen Training komme ich vielleicht einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen. Mit dem Rennauto ist es bedeutend weniger. Es ist alles mit den Kosten verbunden, mit dem Aufwand. Und, ja, da sind Tests meistens so vorgeschrieben. Also da geht man vielleicht so ein, zwei Mal pro Monat testen. Maximum. Hat man jetzt etwas gemerkt, wer mehr trainiert von euch drei? Oder habt ihr ein bisschen aufeinander geschaut jetzt? Nein, ich glaube, wir haben ein bisschen aufeinander geschaut. Und das ist auch Spass. Ja, vor allem auf dich. Vor allem auf mich. Aber du hast schon vielleicht noch gedacht, weil ich noch etwas schneller Go-Kart hatte. Eventuell könnt ihr euch davon fahren. Ja, die Angst ist gross hier am Anfang, aber. Es ist vorbei, es ist alles vorbei. Ich danke euch viel mal, wünsche euch alles Gute in eurem zukünftigen Motorsport. Eventuell sehen wir ja gleich jemanden von euch. Am Start in der Formel 1, Pole Position. Dann drücken wir den Daumen. Und Neil, machst du dir mal so eine Tour? So irgendwie Matterhorn darauf mit dem Formel 1? Ich glaube, in der Schweiz wird das eher ein bisschen schwieriger. Ich glaube, in der Schweiz haben wir mal das Tunnel eröffnet, bei der Westumfahrung. Mhm. Aber in der Schweiz wird es auch weniger geben. Danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und alles, alles Gute in Zukunft. Merci vielmals, danke. Peter, ich muss zugestehen, nach dem schnellen Rennen, obwohl ich verloren habe, habe ich Hunger bekommen. Was bekomme ich über? Ja, da bist du bei uns richtig, weil einer von unseren Geheimtipp, das ist ganz klar unser Restaurant. Wir kochen alles frisch, es ist nichts aus der Büchse, wir setzen noch Gemüse selber und jetzt haben wir Leute auch essen und du kannst auch noch in die Küche schauen, was sie kochen und dann laden dich gerne zum Essen ein. Peter, sehr gerne. Ich würde sagen, noch schnell einen kurzen Einblick in die Küche. Das machen wir, ja. Peter, das schmeckt richtig fein drin und ist vor allem eine grosszügige Küche. Es soll so sein, es ist Mittag, alle Leute haben Hunger, wir zwei auch. Und jetzt schauen wir mal, was in der Pfanne ist. Ich frage gerade selber die Küchenchefin, was es heute gibt, Peter. Küchenchefin, was gibt es heute zum Essen? Ich habe drei Menü für jeden Tag. Und ein Menü 1 ist Bolognese, Spaghetti Bolognese. Und ein Menü 2 ist Fitness-Teller mit Fischknopf und Veggie, Menü 3 ist normal.
Ich brauche heute, weil ich verloren habe im Rennen, etwas Fleisch. Haben Sie genug? Fleisch, wir haben viele, ja. Wir haben jeden Tag immer vorbereitet, viele von Gast. Okay. Sie sind Küchenchefin hier? Ja. Okay. Jeden Tag hinter der Küche? Ich bin jeden Tag in der Küche. Ich degustiere heute das Essen. Peter, wo wir jetzt uns befinden, ist ein bisschen Schweizer Geschichte. Marc Surer, kannst du uns ein bisschen gut erzählen über die Wege, die hier ausgestellt sind? Ja, wir haben vorher unsere Schweizer Nachwuchshoffnungen gesehen von jetzt, die der Gegenwart Geschichte schreiben, hoffentlich. Und hier haben wir Vergangenheit. Wir haben eines von unseren Schweizer Idol, der Marc Surer, der in die Formel 1 gekommen ist. Er hat das geschafft, was sie möchten. Wir haben hier sein Gokart, wo er zweimal Schweizer Meister wurde. Das war anfangs der 70er Jahre. Wir haben vorne seinen ersten Rennwagen, wo er sein erstes Rennen gewonnen hat. Wir haben den zweiten Rennwagen mit dem 4. Wir haben mit dem 12. seinen ersten Werkswagen, wo er 1977 ist Werksfahrer wurde. Hier, wo wir drauf hocken, ist der Formel 2. Auch von BMW, wo er seinen grössten Erfolg gefeiert hat, der Marc Surer, ist Formel 2 Europameister geworden, 1979. Ist in die Formel 1 gekommen, einer von seinen Formel 1 steht hier. Und das allerschönste Strassenauto, das er hat, das steht auch da hinten, auch längste Legende, ein BMW M1. Und ja, das ist die Vergangenheit von Marc Surer. Und immer freut, wenn wir das den Leuten auch ein bisschen zeigen und in Erinnerung behalten. Danke für mal, Peter. Hat er das eigentlich alles zur Verfügung gestellt oder hast du ihn gekannt? Und dann hat er gesagt, los, das würde jetzt noch passen bei dir im Racing, die auszustellen. Also bevor ich ihm gesagt habe, es würde passen, habe ich natürlich überredet, was wir dürfen zusammen suchen. Und drinnen dürfen zusammen zeigen das erste Mal wieder. Sie sind ja noch gar nie so zusammengestanden. Und er hat es gut gefunden und jetzt lassen wir es so sein. Sie bleiben bei uns. Kommt er, uns, also, kommt er euch noch viel besuchen im Racing? Also am letzten Dienst war er das letzte Tag und zusammen mit dem Luigi Taveri, der dort oben ist. Er ist schon 84. Und auch die ehemaligen Rennfahrer kommen gerne ins Racing. Also Peter, an dieser Stelle möchte ich mich für deine Zeit, für deine Gastfreundlichkeit, auch die Organisation, es war nicht einfach, wir müssen schauen, wer können von diesen Rennfahrern kommen. Auch die Go-Kart, die du uns zur Verfügung gegeben hast, war ja ganz klar, gewesen, dass ich auch keine Chance hatte. Aber es hat Spass gemacht. Du hast auch sehr gute Auskunft gegeben. Ich hoffe jetzt, dass wir richtig viel Trainings können machen können. Auch für mich für das nächste Mal, dass ich ein bisschen besser fahre. Und würde sagen, an dieser Stelle, wir verabschieden uns von dir. Du hast uns noch freundlicherweise uns eingeladen zum Essen. Das gehen wir jetzt degustieren. Peter, danke vielmals und ich hoffe, bis bald wieder. Danke von meiner Seite. Merci. Ich hoffe, die Leute haben Freude und werden ein bisschen lustig, einmal ins Racen zu kommen. Gut, ich hoffe, die Botschaft ist übergekommen. Ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Ich würde sagen, ich muss noch ein bisschen trainieren. Es ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Macht nichts. Jetzt gehe ich essen mit dem Peter. Schalten Sie wieder ein, OneX TV und schönen Abend auf Schweiz 5. Danke vielmals.